einem Jahr trafen wir uns zum ersten Mal auf diesem Felde. Der erste Generalappell der politischen Leiter der Nationalsozialistischen Partei. 200.000 Männer sind nun versammelt, die nicht hergerufen hat als das Gebot ihres Herzens, nicht hergerufen hat als das Gebot ihrer Treue. Es war die große Not unseres Volkes, die uns einst ergriffen hat und die uns zusammenführte im Kampfe, ringen und groß werden ließ. Daher können das alle, die nicht verstehen, die nicht die gleiche Not in ihrem Volk gelitten haben. Ihnen erscheint es rätselhaft und geheimnisvoll, was diese Hunderttausende denn zusammenführt, was in Not, Leiden, Entbehrungen ertragen lässt. Sie können sich das nicht anders denken, als durch einen staatlichen Befehl. Sie irren sich. Nicht der Staat befiehlt uns, sondern wir befehlen dem Staate. Nicht der Staat hat uns geschaffen, sondern wir schaffen uns unseren Staat. Nein, die Bewegung, sie lebt und sie steht felsenfest begründet. Und solange auch nur einer von uns atmen kann, wird er diese Bewegung seine Kräfte leihen und für sie eintreten, so wie in den Jahren, die hinter uns liegen. Trommel, die Trommel kommen, zur Fahne, die Fahne, dann wird zur Gruppe, die Gruppe stoßen, zum Gau, der Gau, und dann wird endlich diese gewaltige Kolonne der geeinten Nation nachfolgen das früher zerrissene Volk. Es würde ein Frevel sein, wenn wir jemals sinken ließen, was mit so viel Arbeit, so viel Sorgen, so viel Opfern und so viel Not erkämpft und errungen werden musste. Man kann nicht dem untreu werden, was einem ganzen Leben Inhalt, Sinn und Zweck gegeben hat. Es wird nicht so etwas aus nichts, wenn diesem Werden nicht ein großer Befehl zugrunde liegt. Und den Befehl gab uns kein irdischer Vorgesetzter, den gab uns der Gott, der unser Volk geschaffen hat. So sei denn unser Gelöbnis an diesem Abend, in jeder Stunde, an jedem Tag, nur zu denken an Deutschland, an Volk und an Reich, an unsere deutsche Nation. Unser deutsches Volk sieht ein!